Und weiter geht die Sumpferkundung. Okay. Na, mit dem dollen Sonntag, die Viecher. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß auch nicht warum. War da, wo die Rüstung war, ne? Ja, ja, macht immer. Da waren wir drin, unten. Da haben wir auch schon alles rausgeholt. Hier sind wieder große Blumen. Ach, hau ab, Mann! Warum? Du bist ja nicht in der Lage, das zu looten. Ah, jetzt. Sakramentknospe. Hervorragend. Hervorragend. Auch mehr Blumen. Hier ist ein Riesenkäfer-Ding. Oh, der greift an. Bringt ihm aber nichts. Hier hinten. Ah, da geht's in diesen Talltunnel, glaube ich, wo wir mal. Nee, hier ist eine. Hier ist ein Ziegelgefängnis, oder? Gefängnis. Aber die Würmer sind eigentlich mal da, wo ein Dunkelschmiedestein 5. Scheint eine Sackgasse zu sein. Scheint eine Sackgasse zu sein. Habt ihr denn euer Siegelgefängnis versteckt? Hier ist eine Gnade, mitten im Sumpf nochmal. Weird, weird, weird hier. Da ist nochmal eine Blume. Nee, anderer Krempel. Item. Runenbogen. Wohl. Waffe vergiften. Mit hier. Nix. Da ist noch eine Gnade. Ja, richtig, ich hasse es. Also Gegner, die einfach nur so spinnen.
Haben die mich denn jetzt abgesetzt? Das der Zauberer. Nein? Oh Gott, jetzt ein Gegner. Ja, wieso bin ich denn jetzt hier? War ich schon mal. Jo. So, einfach nur noch mal dahin reisen. Ich will mir erst den Sumpf angucken, dann gucken wir uns erstmal das Schloss an. Elias Aufgang. Okay, da kommen wir wahrscheinlich dann da rein, würde ich sagen. Das ist noch ein Item. Asche des verrottenden Hunds. Ach, da ist noch einer. Stadt der Zauber, da sind wir wieder. Ja, hau ab. Okay, da haben wir dann hier soweit den Sumpf auch erkundet. Den Bereich fangen wir an nach dem Schloss hier, würde ich sagen. Wir gehen jetzt erstmal da rein. Was uns da drin dann erwarten wird. Da wäre so ein Turm, den können wir erstmal wieder hochklettern. Der ist alles irgendwie so komplett ausgestorben. Okay, diesmal kommen wir da gar nicht hoch. Auch in Ordnung. Dann nicht. Auf jeden Fall da drauf. Edelstein 6. Warum nicht? Gerne.
Und groß. Jetzt nicht so groß wie diese Festung, wo Godric drin war, aber. Klein ist das nicht. Zwei von denen natürlich. Ah, muss nochmal sicher gehen, bevor ich springe. No. Au, ab. Jetzt ist er nicht gesungen, das hat mich auf einen dann ein bisschen irritiert. Flammender Schlag. Der Schmetterling. Und goldene Rune 9. Okay. Sind wir hier richtig? Oder eventuell doch nicht richtig. Von der anderen Seite. Na gut. Scheint also auch wieder was größer zu werden hier. Nein. Definitiv nein. Dann klettern wir hier hoch. Bloß Rotmähne. Wieder am Singen hier. Hier ist überhaupt niemand. Wieder zwei von den Hunden. Da ist eine. Thank you.
Rüstungsschmied. Sehr schön. Ein Risiko eingehen, dass sie hier noch anfangen zu knüppeln oder sowas. Das ist die Tür, die wir eben gesehen haben. Jawohl. Da kommen wir ordnungslang. Oh, da hat's aber einer eilig. Links suchen und dann Achtung Heilung. Sehr seltsam hier. Hier ist überhaupt nichts. Ja, wir können da vielleicht sauber spielen. Ne? Können wir, glaube ich, nicht. Da ist noch ein Item. Das ist ein Portal mal wieder. Das ist voll komisch, dass hier keine Gegner sind. Hier wieder ein Portal. Da machen wir wie immer aber zum Schluss. Hier ist Gnade. Mal ganz gut. Boss? Nee. Höfliche Verbeugung. Das ist nicht der, den wir kennengelernt haben schon. I thought I might find you here. I must admit, I was a little worried. We missed our meeting. But
It looks like you're still in one piece, eh? You must have heard by now, right? That Starscourge Radahn holds Rani's fate in stasis. But once he's out of the way, it'll spring back into motion. So now, we stand against a demigod once known as the strongest of them all. The way ahead is pleasingly simple. We fight, sword and fang. Into the fray together, eh? Let's see what you're made of. Ja, cool. Dann müssen wir den für eine Quest beschwören, oder was? Hab ich kein Problem mit. So cool. Champions! Welcome! The stars have aligned! The festival is nigh! Was ist denn jetzt hier los? General Radahn, mightiest demigod of the shattering, awaits you! Champions! Prepare for battle! Defeat the general, claim glory, and grab that great rune! A celebration of war! Als ob es hier jetzt um eine große Rune geht in so einer kleinen Burg, wo die ganze Zeit überhaupt nichts ist. Oder doch? Ich bin verwirrt ein bisschen jetzt. Da nochmal gucken. Wie viele Seelen haben wir, glaube ich, nicht viele, ne? 8000. Ja, es ist nicht wenig, aber auch nicht so viel. Das heißt, wenn jetzt da irgendwas drin ist, was schlimm ist, dann können, ist es egal. Dann müssen wir da nicht dauernd wieder hin zurück. Bekloppteste Ort ist jetzt hier. Hier scheint aber immer noch nichts zu sein, nichts Wichtiges. Zumindest glaube ich das hier gerade. Okay, hier war die Gnade. Gehen wir erstmal zu den zwei Hunden. Und hier noch das Portal. Schmiedestein. Oh, die verletzen sich gegenseitig.
Nee, 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 nee. Es ist immer dasselbe. Die Kamera ist ein Dreck in dem Spiel. Mann, ey. Schön. Wie oft du wegen der Kamera stirbst, ist echt schon nervig. Probieren wir die mal aus. Aber gleich benutzen. Gar keine Übersicht. Sehr gut. Gut. No, bite it on.
angenehm, dass sie sich gegenseitig kaputt gemacht haben. Diese nervigen Schleimdinger. Adernblatt immerhin. So, jetzt können wir uns hier relativ entspannt umgucken. Aber ich glaube, man kommt hier einfach nirgendwo mehr rein. Ist dann auch nichts mehr. Nee, da waren wir auch. Das war der Typ mit dem Degen. Bleibt jetzt fast nur noch das Portal, würde ich sagen. Der Rest ist einfach leer. Wo tue ich mich hier? Und noch ohne 6. Ja, gucken wir mal, wo uns das hier das Portal hinführt. Muss was sein, da werden wir ja auch gerade hingeführt von dem Licht. Da war auch der, der gesagt hat, jo, hier ist richtig. Und da war da irgendeine Rede, die gehalten wurde. Also, weiß nicht, also irgendwas muss doch hier sein. Champions! Welcome! Ah, you came. Ach, guck mal da. How delightful. Indeed, I thought I might find you here. By the by, do you know for whom this festival is being held? Well, it is none other than General Radahn himself. To think, I could face a great champion of the Shattering, a demigod in the flesh. Oh, God. In truth, I quiver at the thought. Such is his frightful repute. But the fear simply assures me the ordeal is worth undertaking. Be sure to get a good vantage, my friend. I, Iron Fist Alexander, do hereby vow to unflinchingly brave this ordeal. Be sure to get a good vantage, my friend. I. Okay. Hier ist ja auch alles möglich. Hier muss doch irgendwas sein. Good and prepared, young chum. The festival begins. Okay, bin ich bereit? Before we begin, allow me to paint you the full picture. General Radahn is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog.
sky. But now, we must make merry. Oh, gathering of champions! The revels begin! The celebration of war! The Radahn Festival! Ja. Ermutigender Ruf. You will find the field of battle past the church ahead, upon the shore under the fort. General Radahn is there, divested of his wits, devouring and howling at the scum. You will find the field General Radahn divested of his and howling at. Okay. Den wir nochmal mitnehmen. Ihn müssen wir questmäßig, glaube ich, mitnehmen für die Renner, für die. Oh, wir kommen auch hier gar jetzt nicht mehr raus. Ja, sehr schön. Na gut, dann gucken wir mal. Nicht, dass wir hier noch wesentlich zu früh sind. Ich habe halt gedacht, hier ist der Klein, weißt du, hier war einfach nur dieses. Ja, nicht so groß, nicht so eine große Burg eigentlich. Die große Burg war ja dann da hinten, der Eingang zu dieser Zauberstadt und hasse nicht, ne? Habe ich hier gedacht, das wäre halt hier wieder so. Fernab der Reihe, mehr oder weniger. Ja, von wegen, ey. Wiedestein 6. Ja, dann. Sterngeisel Radahn. Oh. Du Scheiße. Okay. Radahn ist schwer. Okay, 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 okay. Der sitzt auch auf einem Pferd. Ach so, natürlich. Nein! Warum haut der nicht? Warum hat er den nicht geschlagen? Ich könnte schon wieder brechen, ey. Ja. Ist das jetzt in der Reihenfolge der zweite mit der großen Rune oder ist das eigentlich erst der dritte? Ich weiß es nicht, ob ich irgendwas ausgelassen habe.
Boah, geht der mir jetzt schon wieder auf die Nerven, ey. Wie der immer 10 Minuten auf dem Boden liegen bleibt. Okay, viel Schaden machen wir ihm halt nicht. Wenn wir mal bei ihm sind, natürlich. Dreimal nicht getroffen. Jetzt hau den doch mal. Steh auf, Mann! Das ist ein Müll. Gut, der ignoriert auch das Schild. Alter, war das knapp. Nee. Den machen wir später. Kein Bock auf sowas. Was natürlich dafür spricht, dass wir hier eigentlich falsch sind. Dass wir vielleicht irgendwo den eigentlichen Weg zum zweiten Fürsten nicht gefunden haben.
hätte halt einfach auch gerne mal den Schlüssel, dass man hier in diese scheiß Stadt kommt. Keine Ahnung, wo man den herkriegt. Den Aufzug haben wir nicht, da fehlt die zweite Hälfte. Hier oben waren wir ja schon. Wenn wir da auch nichts sammeln brauchen. Machen wir hier weiter. Oh, egal. Oh, ich denke die ganze Zeit, das wären die Schatten von den anderen Spielern. Nee, in der Richtung brauchen wir nicht, da. Nee. Naja, in die andere Richtung. Gemälde Rotmähne.
alles noch zu hier. Kommen wir erst danach irgendwie rein, weil die Renner uns dann uns irgendwas gibt, um hier diese Zauberdinger aufzulösen, wo wir dann durch können. Weil es kann wir ja hier nichts machen. Oder vielleicht da drüben. Ich weiß es nicht, find nix. Okay, dann könnten wir nochmal in den Kristalltunnel. Gucken mal da, was da los ist. Vielleicht geht's da irgendwo hin. Weiß ich. Erstmal gucken, wo wir da hier. Wo der Eingang war. Sauerstadt, okay. Und hier ist der Sumpf, oder nicht? Tatsächlich, habe ich noch nicht. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir hier jetzt richtig sind. Hier sind wir ja am Anfang mal hingepottet worden von so einer Falle, von einer Truhe. Und ja, nachdem Radan erstmal noch ein bisschen ad acta gelegt ist und ich glaube, dass der noch ein bisschen zu stark ist, gucken wir jetzt mal in dem Kristalltunnel weiter, ob wir da irgendwas finden, um weiterzukommen.